Es ist der 23. des Monats Dezember. Und es begab sich, da Halloween nun von dannen gezogen war und das Weihnachtsfest die Gemüter der Menschen erhellte, dass der Zentralrat der Monster eine große Krise durchlief. Dies ist die Geschichte eines ganz besonderen Monsters, welches ein großes Problem mit seinen sterblichen Kollegen hatte. Doch seht selbst. Was sagen Sie dazu, Doc? Nun, wenn Sie mich fragen, klingt Ihre Formulierung vielleicht etwas überdramatisiert. Überdramatisiert? Hören Sie doch, da gibt's nichts zu überdramatisieren. Halloween war ein Desaster und morgen ist Weihnachten, da interessiert sich keiner mehr für Grusel und Horror. Alle heben sich, alle finden sich toll zum Kotzen. Ein Monster ist zum Gruseln da. Wer interessiert sich für uns, wenn die niemandem Angst einjagen? Was machen Sie da? Nehmen Sie einen Keks. Hören Sie, ich glaube, der Wert, den der Schrecken bei den Menschen hat, kommt Ihnen einfach zu groß vor. Ich meine, natürlich sind Sie ein Monster, aber vielleicht könnten Sie Ihre Zeit mit etwas anderem füllen. Lesen, malen oder andere neue Hobbys. Verstehen Sie, was ich meine? Jeder isst seine Kekse. Alle sind fröhlich und haben Spaß. Die guten Zeiten sind vorbei. Haben Sie es mit Arbeiten gehen versucht? Sie wissen schon, bis wieder Halloween ist. Leute zu erschrecken ist meine Arbeit. Die Jugend von heute weiß einfach nicht mehr, was guter Horror ist. Die haben nur noch Angst vor Pennywise oder Joker. Verstehen Sie nicht, wie deprimierend das ist? Ich meine, das sind Clowns. Clowns, die sind witzig. Wer hat Angst vor was Witzigem? Das macht keinen Sinn. Trends kommen und Trends gehen. Irgendwann sind sie sicher wieder in Mode. Ja, das haben die Frankenstein auch gesagt. Und die sind seit 1931 keiner mehr gruselig. Wie alt sind sie doch gleich? Das tut hier nichts zur Sache. Also, hören Sie mal her. Für mich ist morgen auch Weihnachten und ich habe auch bald Feierabend. Helfen Sie mir etwas. Nun, wenn Sie mich nicht in Ihr Inneres blicken lassen, dann lassen Sie uns die äußeren Umstände dieser Begeisterung um gruselige Clowns oder in nicht gruseliger Zirkusattraktion besprechen. Woher kommt diese weltweite Euphorie? Naja, da waren so ein paar große Filme und dann haben so ein paar Vollidioten andere Vollidioten umgebracht. Und ich war... Hatten wir. Das ist es. Was ist was? Ich muss einfach jemanden umbringen. Nein. Sie haben mich missverstanden. Das ist definitiv nicht die Richtung, die ich Ihnen zeigen wollte. Ich wollte nur... Ja, jemanden umbringen. Jemanden. Oh, so ein Jammer. Die Zeit ist für heute um. Wie wäre es mit nächster Woche zur selben Zeit? Ich bringe Sie noch schnell zur Tür. Sie können mich doch nicht einfach so umbringen. Mit wem sollen Sie sonst reden? Wer soll Ihnen sonst helfen? Oh, das wird mir helfen. Bitte nicht. Bitte. Ich flehe Sie an. Wenn irgendetwas heilig ist, nehmen Sie einen anderen, aber bitte bringen Sie mich nicht um. Ich habe furchtbare Angst vor dem Tod. Ich will nicht sterben. Ich kann Sie bezahlen. Warten Sie. Wie holen Sie das? Ich kann Sie bezahlen? Nicht das. Ich habe Angst vor dem Tod. Ich will nicht sterben. Ja, genau. Sie haben Angst. Ich habe Angst an ihr. Ich bin immer noch gruselig. Also, wenn Sie es so sagen, klingt es noch sehr nett ausgedrückt. Ja. Ich bin noch gruselig. Ja. Hey, warten Sie. Was? Das
Das war doch ihr Plan, oder? Sie hätten mich nicht wirklich umgebracht. Oder? Was? Nein, ach, Doc, niemals! Was denken Sie von mir? Ich empfehle Sie weiter!